So, ein kleiner Speed-Vergleich zwischen HP Prime und TI Inspire CX. Wir haben hier links TI Inspire CX, dann den Nachfolger TI Inspire CX2T. Dann haben wir einen HP Prime, wie soll ich sagen, Hardware Revision C, seht ihr ja. Und ein HP Prime Hardware Revision oder Version D. Das ist der neueste. Auf der Rückseite steht dieses G2-Logo. Ich wollte mal gerade gucken, was wir hier für eine Version haben. Status. Also der Inspire CX hat noch eine ältere Betriebssystemversion 4.5 und der neuere CX, Inspire CX2 hat ein 5.1. Gut. Dann gehen wir mal hier in der Scratchpad hier. Jetzt wollen wir mal gucken, worum es geht. Hier Escape und hier auch Escape. Also, kleiner Test an Elektroniklabor. Herzliche Grüße hier. Ich habe das gesehen in deiner Twitter-Timeline und habe mir gedacht, das mache ich doch auch mal. Also, Shift-Paste. Hier als Beispiel. Wir machen aber 100.000. Hier machen wir das auch. Paste, Beispiel. Ne, das ist falsch. Ah, genau. So ist das 100.000. Ne, das ist ein zu viel. Das ist 100.000. So, dann machen wir das hier auch. Hier gibt es doch auch sowas wie Paste, oder? Genau. Aha. Machen wir das in 1000, dann sind das 10.000, dann sind das 100.000. Und hier geht das hier noch. 10.000, 100.000. So, hier müssen wir aufpassen bei den TIs. Da müssen wir einmal Control vorher drücken. Sonst gibt er uns ein exaktes Ergebnis. Das kann der Prime natürlich auch ein exaktes Ergebnis, aber nicht in dem Modus, in dem er gerade ist. So, dann müssen wir nur alle vier Enter-Tasten gleichzeitig drücken. Ich hoffe, ich schaffe das. Und schauen wir mal. Eieiei, aha. Und ganz links. Läuft der überhaupt? Man weiß das nicht so genau. Ja, doch, da. Alter Schwede, das hat gedauert. Dann machen wir das doch mal mit einer Million, ne? Paste. 1000, 10.000, 100.000, 1 Million. Paste. Das sind 100.000, das sind 1 Million, wenn ich das richtig sehe. So, und hier machen wir auch ein Kontextmenü. Paste nochmal. Und machen hier 1000, 10.000, 100.000, hatten wir gerade, 1 Million. Und hier ebenso. Paste. 1000, 10.000, 100.000, 1 Million. Hier schon Control-Enter für ungefähr Ergebnis. Und hier brauche ich nur Enter bei den Primes. Und auf die Plätze, fertig, los! Tja, da ist der erste Prime schon fertig. Der neueste, der schnellste. Da ist der zweite Prime fertig. Eieieiei, TI. Ach Gott, ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vielleicht noch hätte besser machen können beim TI. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben, aber es war jetzt so mein naiver Ansatz, dass das so geht, auch beim TI. Aha, guck an, da ist er fertig. Ja, der Screen Timeout von dem mittleren Prime, der ist ein bisschen kurz eingestellt. Aber unser erster TI Inspire CX
vielleicht noch beschäftigt. Am unteren Rand hier sieht man die Uhr. Alter Schwede. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt! Er ist fertig geworden. Yippie! So, dann wollen wir das Video mal zusammenschneiden, aufbereiten und dann gucken wir mal. Bye, bye.